Hallihallo meine lieben Homies, willkommen zu einem weiteren Part von Resident Evil 2, das Remake. So, wir gehen natürlich jetzt ein bisschen in den Unterwelt. Ich habe das Spiel ja schon einmal durchgespielt. Ich weiß zwar, dass irgendwann dieser kleine verdammte Williams kommt, dieser kleine mutierte Penner. Deswegen würde ich sagen, meine lieben Homies, wir nehmen auf jeden Fall die Brandgranaten komplett mit. Vor allen Dingen haben wir eigentlich genug Platz, oder? Komm, wir gehen komplett auf Nummer sicher. Wie gesagt, ne, wir machen jetzt hier nicht, wir brauchen kein Erste-Hilfe-Spray. Wir haben diese ganzen Erste-Hilfe-Sprays kloppen mal weg, oder? Die Mischung machen wir uns später. Ganz gemütlich. Wollen wir die auch noch mitnehmen? Komm, wir nehmen die erstmal mit. Wir gucken mal, wir lassen uns überraschen. Ich meine, dieser Schlingel, der kommt jetzt gleich. Deswegen gucken wir erstmal. Ganz gemütlich. Ich grüße euch natürlich alle recht herzlich. Dankeschön an alle, die mit am Start sind, die mal einen Daumen hoch machen oder auch den Kanal abonnieren. Denkt immer dran, zusammen werden wir viel erreichen. Und es ist euch alles selbst überlassen. Wenn der Mensch lacht, freut sich das Herz. Und ich kann mich sehr über meine Doofheit immer aufregen. Mal darüber lachen, so muss das sein. Oh ja, meine Mamis. Ihr wisst, im Dunkeln ist gut munkel. Ist da jemand? Nein, Claire, alles cool. Sehr schön. Mega nice gemacht, meine Mamis. Ich feiere dieses Spiel. Haben wir hier Schönes? Okay. Da brauchen wir eine Polizeimarke, die zugleich auch unser USB-Stick ist. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Auf jeden Fall haben wir schon mal eine schöne Handgranate. Okay, der Raum bleibt rot. Weil wie gesagt, meine Mumis, ne, das war ja genauso wie mit der Eingangshalle. Theoretisch, ne, wenn wir jetzt echt alles hier weggefarmt haben, alles weggenommen haben, müsste es so sein, dass der Raum blau ist. Aber ist er nicht. Manchmal denkt man dann auch, liegt hier noch was oder liegt hier nichts mehr? Das ist das Problem. Man kann sich darauf gar nicht verlassen. Deswegen, nehmt euch Zeit für das Spiel, schaut euch in Ruhe um, ne, spielt ganz gemütlich. Vielleicht findet ihr nur die eine oder andere Sache. Okay, hier kommen wir nicht durch. Ja, das ist halt auf jeden Fall mal die Mumis. Dieser Penner geht uns gleich auf den Sack. Verdammt. Hallo? 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 Machen Sie jetzt einseits, meine Damen und Herren. Schafft mal beim ersten Mal, oder nicht? Man weiß es nicht. Die Zuschauer sind gespannt. Denkt dann, das ist hier auf unsere Art. Hier spielt kein Profi. Einer, der Spaß hat an Spielen, über seine eigene Doofheit lachen kann. Und so soll es sein. Ne? Wer Bock hat, gönnt sich, wer nicht, nicht. Grüße gehen raus an euch alle. Hier hätten sie eigentlich machen sollen, habe ich gedacht, wenn man da drauf schießt, dass das komplett explodiert. Aber leider passiert da gar nichts. Komische Flaschen. Oh shit, mein Limonis. Oh mein Gott. Oh Mann, mein Limonis. Ich hoffe mal, wir kriegen den Platz. Das glaube ich einfach nicht. Ich auch nicht. Wie? Wow, fast falsch in die Wand, mein Limonis. Komm her, du Penner. Oh,
Sollen wir ihn nehmen? Natürlich hat er so ein riesen Auge da. Schön ist, wenn wir da direkt treffen. Ey, Nachbarn! Leer! Hey, nimm das mit. Der gibt uns natürlich noch einen vor die Murmel. Renn, Claire, lauf! Shit, verdammt! Was ist denn hier so alle? Hi, Krimskraut, keiner mehr. Ist da noch was? Ja, Munition im Raum. Oh shit, oh shit, aber egal. Komm, lass ihn kommen. Lass ihn kommen, Mann! Oh, fuck it! Claire, Claire, mach den Chick, steh auf! Tritt in die Nüsse! Jeder, der Eier hat, hat Gefühl darin. Der übertreibt ganz schön, ne? Ich würde sagen, meine Mummis, wir nehmen auf jeden Fall ein Erste-Hilfe-Spray, muss sein. Dann laden wir natürlich schnell unsere Knarren ab. Ich muss einmal gucken. Ich darf die Orientierung nicht verlieren. So, der kommt jetzt von hier. Natürlich haben wir dann hier lang. Also rechts. Dann hier. Wir halten uns hier so auf. Wird sowieso schief gehen, aber wir versuchen es. Oh shit, mein Gott. Der ist aber ganz schön schnell, wa? Letztes Mal warst du aber langsamer, du Penner. Spannung steigt. So schlecht war der nicht. So schlecht war der nicht. Kommt der jetzt von hier nicht? Die Mummis, what the fuck? Der kleine William, Alter, der haut ja richtig rein hier. Ist ja ganz schön schnell. Oh ja! Das sieht gut aus. Du kleiner Penner. Verdammt, meine Mummis. Die Last ist von unseren Schultern weggefegt. Oh Gott. Kranker Scheiß. Hey, Kleiner. Es ist vorbei. Alles okay. Ganz sicher? Ja, versprochen. Alles ist gut. Du musst nur die Leiter für mich runterlassen. Suchst du mit mir meine Mom? Klar. Meine Mom ist hier unten? Ich denke schon. Ich hoffe es. Ja. Na klar, ich helfe dir. Sehr schön. So, natürlich, meine Mummis, gucken wir nochmal hier nach. Irgendwo liegt der bestimmt noch was. Dieser kleine Penner Williams, ne? Aber ist doch der Vater von der Kleinen. Die wir jetzt gerade beschützt haben, oder die wir jetzt gerade kennengelernt haben, sagen wir mal so. Deswegen hoffe ich mal, dass der William noch ganz cool bleibt, wenn wir mit der Kleinen zusammen sind. Er hat auch gedacht, wir wollen an seine Tochter dran und wollte uns deswegen platt machen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich noch was lieben. Ah, guck mal hier, mein Lieben. Guck mal hier, ne? Wer sucht, der findet.
Sehr schön. Munition können wir nicht genug von haben. Warte mal nachklären. Bombe. Hier muss aber immer noch was liegen. So, wir können auf jeden Fall unser erstes Kraut schon mal mischen. Sehr schön, gemischte Kräuter. Grün und rot. Bombenmäßig. Läuft bei uns. So, dann gucken wir weiter. Selbst in dieses kleine Stück hier verliert man echt schnell die Orientierung. Ah, guck mal hier. Guck mal hier. Und haben wir alles blau? Nein. Liegt noch mehr. Oh, Handgranate. Ja, damit können wir nicht genug von haben. Munition sowieso nicht. Bombe jetzt aber, ne? Bombe, meine Lieben. Das haben wir. Dann gehen wir mal zurück hier. Ich glaube jetzt links, ne? Ah, sieht gut aus. Hier schon? Ja. Wie gesagt, ich verliere oft schnell die Orientierung. Wo immer. So bin ich halt. Na, Kleiner, ist klar bei dir? Wolltest du so lange den Raketenwerfer hier nehmen? Nicht? Kann nicht. Das Rot können wir da rein. Wir können hier rein. Nee, nicht direkt der kleinen Maus hinterher rennen. Erstmal ein bisschen gucken, meine Lieben. Oh, das ist shit. Das ist shit. Das ist nicht cool. Können wir so ein Ding nochmal hier draufhauen? Ach komm, wir machen grün. Ist egal. Grün. Hauptsache alles blau. Brauchen wir nicht so oft hin und her. Komm, gehen wir ein bisschen schneller, kleine Maus. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wir gucken uns erstmal um. Okay, da kommen wir nicht durch. Hier ist alles blau. Da machen wir das. Ich kann es euch nur empfehlen, dieses Spiel. Es macht einfach nur Spaß. Du hast geschafft. Also, wie ist deine Mom so? Sie arbeitet bei Umbrella. Sie arbeitet an einer wichtigen neuen Arznei. Umbrella, das riesige Pharmaunternehmen? Mom arbeitet ständig. Ich sehe sie nicht so oft. Hoffentlich siehst du sie schon bald wieder. Nice. Und wo ist dein Dad? Eigentlich könnten wir auch tauschen, oder? Ach. Ich meine hier unsere Dingens, unsere Brandgranaten gegen Säuregranaten. Ja. Sollen wir das machen? Davon haben wir nämlich 8 Stück. Meiner Mom, aber erst. Laden wir mal kurz nach hier. So, dann packen wir nämlich die Brandgranaten da rein. Dann haben wir es für später noch 3 über. Geht klar, meine Lieben, es geht klar. Erst einmal speichern, ne? Natürlich auf unsere Art hier. Wie immer. So, ist hier noch was? Auf jeden Fall. Tut mir leid, brauchst du nicht. Das bedeutet, wir haben was gemeinsam und... Kleine Maus, bleib locker. Oh ja, meine Mommies. Sehr nice. Können wir nicht genug von haben. Ich meine, wir gehen jetzt eh hier runter, komm. Dann brauchen wir nicht nächstes Mal nochmal auspacken. Wir überspeichern das nochmal, die ganze Sache hier. Stört uns ja nicht. Wir haben genug davon. Reiß genug. Wir können so oft speichern, wie wir wollen. Das, was ich finde ich auf jeden Fall ein bisschen schade. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass wir selber die Farbbänder wieder suchen wollen. So eine begrenzte Stückzahl wäre echt nice gewesen.
Schön ist, wenn er zweimal durchspielt, wird das anders. Hier. Oder ja gesagt, ein zweites Mal und mit Leon natürlich auch anders. Und das zweite Mal mit Leon auch anders. Schon geil gemacht. Es wird nicht langweilig. Es ist zu. Haben wir nicht. Verdammt. Geht nicht ohne Karte. Komm schon. Hilf doch mal. Und es geht sicher hier lang? So bin ich mit Mom letztes Mal gegangen. Sherry? Ich habe überall nach dir gesucht, Sherry. Dieser Penner, mein Limomis, ne? Tapfere Kleine, gehst einfach raus inmitten von diesem Chaos. Auf den Boden, Hände hinter den Kopf. Das meinen Sie nicht ernst? Auf den Boden, jetzt. Sherry, fessel Ihre Hände. Wieso tun Sie das? Sei still. Tu es. Okay, dann, du gehorchst mir jetzt. Oder sie ist tot. Was soll dieser Mist? Kindswohlgefährdung fürs Erste. Sherry, komm her. Was wollen Sie mit ihr? Geht dich überhaupt nichts an. Wenn Sie ihr wehtun, ich schwöre, ich hole meinen Bruder von Stars und wir... Sherry, hier, sag ich. Wie heißt du? Wie heißt du, verdammt? Claire! Sherry, kommst jetzt mit mir oder sagst du wohl zu Claire? Okay, okay, ich gehe! Sie bringen mich besser zu meiner Mom! Natürlich! Hör nicht auf ihn, er lügt dich an! Stopp, hören Sie auf, bitte! Du erklärst mir nicht meinen Job! Stopp! Lass mich los! Offensichtlich müssen wir dir erst Money anhalten. Oh ja, das werden wir. Lass mich los! Lass mich los! Ich krieg dich, du Arschloch! Sei vorsichtig, Sherry. Okay. Du Arschloch. Erst die Karte. Und dann bekommt das Arschloch, was er verdient. Dieser kleine, dreckige Penner, meine Momis, ne? Wie sag ich mal so, wir werden den auf jeden Fall schnappen. Den packen wir uns auf jeden Fall, diesen kleinen Penner. Da kennen wir nichts. Ich würde sagen, wir machen das ganz locker flockig. Gehen nochmal hier runter. Und sehen uns dann im nächsten Part wieder mit einem ganz schönen, chilligen Start. Ja, wir speichern nochmal. Dann ist die Videosequenz weg. Und alles cool. Dieser kleine Drecksack, ne? Hammer. Aber egal. Den werden wir platt machen, meine Mumis. Da kennen wir nichts. Da sind wir eiskalt drin. Wunderschön. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel da einmal ganz chillig in 10 Stunden durchgespielt. Ne? Habe es schön genossen. Deswegen weiß ich nicht mehr genau, was kommt. Speicher lieber, damit wir auf der Nummer sicheren Seite sind. Auf der Nummern sicheren Seite, auf jeden Fall. Damit wir auf Nummer safe sind, sagen wir mal so. Wie gesagt, auf der sicheren Seite. Die PlayStation kann auch mal abstürzen. Deswegen ganz locker flockig, meine lieben Homies. Wir hören auf jeden Fall hier auf. Rufen unsere Karte auf. Könnt durch beide Sachen durchgehen. Wollen wir erst nach unten gehen? Oder erst nach da? Wir gehen natürlich erst nach da, oder? Würde ich sagen. Deswegen hören wir jetzt hier auf und sehen uns natürlich im nächsten Part wieder. Meine lieben Homies, ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen. Wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Resident Evil 2, das Remake, wieder. Auf Wiedersehen, meine lieben Homies.